Hallo zusammen und herzlich willkommen zum 6. Vlog. Heute habe ich etwas Erfreuliches zu berichten, nämlich SGP Ghost Blu-ray. Ja, genau, und hier im Hintergrund hört ihr schon ein bisschen, ich bin hier Devil is a Part-Timer am Schauen und ich bin begeistert, Anime House. Ich bin richtig begeistert davon. Ich liebe die Qualität hier von der Blu-ray. Ihr sehen könnt die erste Volume. Hab's jetzt gerade fertig geschaut und ich muss sagen, ich finde die Synchro. Ja, Mist, jetzt bin ich hier eingefädelt. Finde die Synchro top. Hat mir richtig gut gefallen. Und bevor ich hier noch gestrikt werde wegen dieser Musik, nehme ich mal kurz noch die Disc raus. Ja, das müsst ihr mit live erleben, wie ich hier nochmal die Disc versorge, und zwar einhändig. Das ist schwieriger, wie das Ganze aussieht. Aber ist schnell geregelt. Und dann machen wir das Ganze nochmal ab. Gut. Ja, einen Moment noch ganz kurz. Ja, komm schon. Komm. So. Ach, komm, geht die, komm. So. Ja, gut. Also, kommen wir wieder back to topic. Ich habe nämlich, hier sind meine ersten zwei Blu-rays. Beziehungsweise den hier habe ich ja ein Review davon gemacht, wo ich, auf German Otaku, könnt ihr nachschauen, oder vielleicht werde ich es auch verlinken, eventuell. Und eben das hier ist meine erste, die ich dann in diesem Jahr so richtig gekauft habe. Gut, dann hier hinten seht ihr hier schon ein bisschen im Vordergrund gesehen. Hier, hinten könnt ihr es auch gleich nochmal sehen. Das hier, nämlich das Kaselfi-Wettbewerb. Ja, beziehungsweise Gewinnspiel, nicht Wettbewerb. Gewinnen könnt ihr jeweils ein Paket, das hier, also die Blu-ray, erste Volume in Blu-ray, mit jeweils dem ersten und dem zweiten Manga-Band, und hier habt ihr dann nochmal die, natürlich noch auf DVD, das genau gleich auch den ersten und zweiten Band auf, von auch High School DxD. Gut, und als Trostpreis haben wir hier noch, noch vielen Dank an Kase nochmal hier für die, Bereitstellung von der DVD und der Blu-ray, und dann hier noch für die vielen Dank auch nochmal an Egmont Manga hier für die Bereitstellung von diesen zwei Mangas. Das hier werden dann die Trostpreise werden mit Gunslinger Girl jeweils Volume 1, die ihr zweimal gewinnen könnt. Das heißt, es gibt zwei Trostplätze sozusagen. Was ihr tun könnt und wie, was, wo, wie, wann, das war einmal viel zu viel, könnt ihr alle Verlinkungen mache ich hier noch rein. Am besten ist einfach, geht auf unsere Facebook-Seite oder auf unsere Homepage und gibt dort Gewinnspiel oder Kaselfi ein, und ihr findet alles. Oder ihr gebt einfach Hashtag Kaselfi ein und dann solltet ihr es auch finden. Gut, ja, dann kommen wir nochmal kurz zu einer Review-Übersicht für die nächsten Wochen. Das wäre hier einmal Black Rock Shooter, Innocent Soul. Ich habe es jetzt gelesen und ich bin richtig begeistert davon. Ich hätte nicht gedacht, dass es mir so gefällt. Gut, und dann demnächst wird auch noch ein erster Druck zu dem, in diesem Manga hier erscheinen, nämlich zu Korewa Zombie Desuka, also Ist es ein Zombie, auch auf germanotaku.com. Und was demnächst erscheinen wird, wo hab ich's? Ach stimmt, ich hab's versorgt. Es wäre Kokoro Connect, wird auch demnächst erscheinen in einer Teamarbeit. Was genau was beinhaltet wird, sehen wir dann noch, aber naja, genau. Das werden wir dann noch sehen. Ja, gut. Jetzt habe ich mir gedacht, ich lasse Sebastian nicht noch länger warten. Er hat nämlich mich hier nochmal getaggt, schon vor fast zwei Monaten. Und zwar das hier. Ja, was soll ich sagen? Soll ich einfach eine Figur hinlegen und dann könnt ihr diese ein bisschen anschauen? Ja, machen wir es so. Machen wir. Ich lege euch eine Figur hin. Dann könnt ihr hier ein bisschen die 19 anschauen. Ich bin richtig begeistert von dieser Figur. Vielleicht merkt man es, vielleicht auch nicht. Ich werde hier noch ein bisschen umräumen. So, ich hoffe, es stört euch nicht, dass ihr nur auf die 19 schaut, weil ich muss hier noch schauen. Erste Frage ist, hast du eine Lieblingssocke? Ja, ich habe eine Lieblingssocke, aber das interessiert euch sicher nicht groß, welche das ist. Dann Frage Nummer 2. Isst du gerne Süßkram?
Nein, überhaupt nicht. Nein, ich nicht. Niemand von uns nascht gerne. ja, natürlich esse ich gerne Süßkram. Mein, wer tut das schon nicht gerne? Oh, ich so nicht. Gut, dann, was machst du lieber? In die Schule gehen oder arbeiten? Diese Frage ist ganz einfach, ich arbeite lieber. Gut, dann vierte Frage. Frühstückst du? Ja, von Zeit zu Zeit, also eigentlich nur von Montag bis Freitag. Und Samstag und Sonntag nehme ich dann direkt gleich das Mittagessen, weil ich dann so lange schlafe. Weil ich ein Nachtmensch bin und daher auch bis morgen nochmal durcharbeite. Und dann nächste Frage würde ich sagen. Nummer 5. Oh, ich bin schon wieder verrutscht. Nummer 5, deine Lieblingsserie. Ich beziehe es jetzt mal auf Anime. Meine Lieblingsserie at the moment ist Mahoka Koko no Retose. Ich hoffe, es ist schon wieder mal richtig ausgesprochen. Ja, und natürlich No Game, No Life at the moment. Und ja, das kann sich natürlich alles noch ändern. Und von diesen, die auf Deutsch erschienen sind, die ich hier gerade in der Nähe habe, kein. Nein, hier in der Nähe habe ich gerade nichts, was gerade als meine Lieblingsserie ansprechbar wäre. Aber ich habe natürlich eben, wie vorhin schon gezeigt, vom Anime House Denya. Devil is a Part-Timer. Denya finde ich sehr interessant und hoffe auch auf eine zweite Staffel. Ich habe ihn nämlich schon gesehen. Ich werde jetzt ihn nochmal durchsuchten und dann nochmal vielleicht. Aber lassen wir es. Kommen wir weiter zu Frage Nummer 6. Lieber viele Freunde oder wenig, aber dafür gute. Ich bin für Option 2. Ich habe lieber weniger als eine Handvoll Freunde, aber das sind richtige Freunde. Das finde ich ist etwas, das viel besser ist, was anstatt wenn du 2000 Freunde auf Facebook hast oder 2000 was ich was. Ich meine, Gott, müsstest du dann viel schreiben. ich finde Facebook, jetzt nichts gegen Facebook, ich finde Facebook sogar noch ganz gut. Da kann man sich ab und zu mal schnell austauschen. Zum Beispiel, hey, yo, hast du dann und dann Zeit, können wir abmachen und so. Das ist so etwas, das ich so in Facebook gut finde. Natürlich kann man das auch mit Skype machen oder mit weiß ich was für x-beliebigen WhatsApp, aber WhatsApp habe ich ja nicht. Ja, alles Mögliche geht ja dazu. Aber ich finde es einfach, es ist angenehmer, wenn du eine Handvoll Freunde hast, aber das sind richtig gute Freunde, weil damit kann man auch wirklich etwas anfangen. Gut, dann Frage Nummer 7. Wo in Gensokyo würdest du leben? Sebastian. Soll diese Frage ernst gemeint sein? Ich weiß es nicht. Ich kann diese Frage nicht bearbeiten. Ich kann diese Frage nicht beantworten, weil ich mich noch nicht so sehr mit Toho auseinandergesetzt habe. Tut mir leid. Dafür würde ich sagen, naja, ja. Irgendwo was Interessantes würde ich sagen. Vielleicht. Gut, dann Frage Nummer 8. Wer ist die Stärkste? Die Stärkste von was? Von Toho? Toho. Von Toho wüsste ich jetzt nichts. Die stärkste Charakterin, die ich momentan kenne, die für mich ein bisschen auch Hardcore ist, beziehungsweise so ein kleines Badass, ist auch Miyuki Shiba. Man hat dort auch eine Szene gesehen, die ich vielleicht einblenden werde. Oh. Aber nichts geht über Tatsuya Shiba. Oh. Ich meine, nichts geht über Onisama. Oh. Ich meine, du brauchst erstmal so einen richtigen fetten Badass, wo man richtig den toppen kann. Ich meine, oh, nein, ich darf nicht spoilern. Gut. Verschieben wir das dann auf mein Review. Soll ich hier noch ein bisschen mehr Licht? Dann habt ihr ein bisschen Flow noch dazwischen. Gut. Dann, würde ich sagen, bevor wir zu Nummer 9 kommen, schalten wir kurz eine kleine Werbung ein. Und ja, ihr werdet mich jetzt gleich alle hassen, aber ich werde hier eine kleine Werbung einbauen. In diesem Fall, viel Spaß mit der Werbepause.
seid ihr sicher alle nach meinem Intro wieder hellwach und mit dabei. Und ich würde sagen, ich hoffe, euch hat das Fälle natürlich gefallen. Und wir kommen zur Frage Nummer 9. Wie findest du dieses Argument von UN Own Was Her? Nagi, Feld, Moonlight, Shines, Flower, Flag. Ich habe hier gerade auf den Link geklickt. Ich bin natürlich komplett unvorbereitet. Ich switche mal kurz ein bisschen durch. Was soll ich sagen? Das Lied gefällt mir. Sehr gut. So ein bisschen durchgeswitcht. Dann Frage Nummer 10. Schenkst du mir eine Shanghai-Puppe, aber bitte ohne Step-and-Sleep-Funktion? Natürlich kriegst du eine, aber mit SIS-Funktion, weil ich habe keine ohne. Ja, Sebastian, da wirst du dich sicher freuen. Gut, dann kommen wir zu Frage Nummer 11. Jetzt deine Matheaufgabe. Ein Bus fährt an der Scarlet Devil Mansion mit 3 Personen los. In Hagu-Yokuro. Kuro, doch. Steigen 2 Personen aus und eine sowie eine halbe Person ein. Am Haus von Yuko steigen 2 Personen aus. Wie viele sind noch im Bus? Ich weiß natürlich die Antwort. Ist natürlich klar, ich weiß es schon. Jetzt, die Frage ist, ob ihr es wisst. Ich weiß nicht, ob ich das hier... Naja, ich werde es sowieso gleich sagen, von dem her wisst ihr sicherlich. Ihr habt noch 5 Sekunden Zeit, euch eine Antwort zu überlegen und nachher das auszurechnen. Hier die Antwort, keine, weil es gibt keine Busse. Es gibt keine Busse dort. In Gensokyo gibt es keine Busse. Von dem her, null. Weil es keine Busse gibt. Genau. Gut. So, also. Ich soll jetzt auch noch 11 Leute taggen. Oh, gut, ich werde einfach ein paar taggen. die YouTuber, die darunter sind, ich werde jetzt schon nur YouTuber taggen, müssen natürlich auch ein Video machen. Jetzt, Fragen, die ich dann haben werde, werde ich unten in der Infobox reinschreiben, die könnt ihr dann dort rauskopieren und dann auch nehmen. Und ich würde sagen, ich tagge, muss ich mal kurz mal wieder hier schauen gehen. Mist, jetzt habe ich verklickt. Ja, und ich weiß, ich laber zu viel bei diesen Vlogs, wirklich viel zu viel. Gut, denn ich werde hier einmal, wenn wir hier schönes taggen. Taggen wir einmal Animanisch, Anime Girl Sese, dann Anima. Und was haben wir noch schön Gutes unterwegs? Nikli Otakus kann ich nicht taggen, weil gegebene Gründe. Okay, gut, weil nicht gegebene Gründe, weil er ja Tomcos ist und Tomcos wurde schon getaggt. Gut, ja, und natürlich Erik, also Screenatic TV. Und ja, das wär's so grundmäßig. Und falls ihr euch das Video gerade anschaut und auch gerade Lust auf den Tag habt, macht einfach mit. Ist ziemlich cool hier. Gut, dann muss man noch hier etwas Spezielles machen. So, Verlinkung, Werbung, so, Schleichwerbung. Nein, gut, keine Schleichwerbung. Naja, ich wurde getaggt von Antribute.eu. Also Antribute.eu. Checkt mal die Website aus. Ist ziemlich cool. So, aber Schleichwerbung. Das lassen wir jetzt. Und die letzte Frage. Die letzte Frage hier. Und jetzt bekommt ihr hier noch ein kleines Reißen in die Box. Wer will sie adaptieren? Wer tut es? Wer tut es? Wer wird die Arme adaptieren? Ja, ich weiß nicht. Hinterlasst doch mal einen Kommentar dazu. Gut, und ich würde sagen, dann schalten wir hier gleich mal die zweite Werbepause an. Und in diesem Fall würde ich sagen, bis gleich. We'll be right back.
Jetzt werdet ihr mich sicher hassen wegen diesen vielen Werbepausen, aber es wird nur eins, das wird selten vorkommen, dass ich so etwas machen werde. Ich wollte es nur einmal vorsagen, aber das kann ich nicht versprechen. Wie ihr gerade im Trailer dann gesehen habt, geht es hier aber auch wieder um das Gewinnspiel. Ich habe dazu eigentlich nichts mehr zu sagen, außer checkt die Webseiten dazu aus von German Otaku und macht mit bei dem Hashtag Kaselfie. Ist eine ziemlich coole Idee. Ich hab mich auch ziemlich hinten rausgehauen, als ich diese Idee von einem Teammitglied bekommen habe. Ich finde sie ziemlich nice, muss ich hier sagen. Und jetzt zum Abschluss haben wir hier noch ein bisschen gequietsche, haben wir hier noch Bloodlet, die Gesamtausgabe, was heißt Gesamtausgabe, die Volume 1 bis 3 einfach. Und dort kann ich sagen, dass ich jetzt alles angeschaut habe. Ich finde es immer noch scheiße, dass hier gelb ist. Ich habe mich zum Schluss an die Synchronisationsstimmen gewöhnt. Ich finde es aber den Anime so, naja, gut, mehr nicht. Was ich noch so für einen geheimen Manga-Tipp habe, legen wir das mal ein bisschen auf die Seite. Hier mein geheimer Manga-Tipp von diesem Monat ist Übelblatt. Kauft ihn euch. Checkt ihn aus. Gut, in diesem Fall würde ich sagen, wir sehen uns bei einem anderen und wie ihr sehen könnt. Alles noch unaufgeräumt. Hier, ich bin immer noch am Aufräumen. Verzeiht mir. Gut, dann würde ich sagen, das war's jetzt. Und ich verabschiede mich mit einem leisen Sayonara. Und wir sehen uns in einem anderen Video dann wieder. Tschüss.